So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir einen sogenannten Live-Biss hier raufkriegen. Wir sind drauf, okay, ich bin wir sind on air. Und jetzt schauen wir mal. Jo, Fisch on! Oh, Fisch on! Freunde, neuer Tag, neues Glück. Wie immer ist das Wetter hier kacke. Ich wollte gerade sagen, also wir versuchen jetzt die wenigen Sonnenstunden auszunutzen und vor allem, wenn kein Wind ist. Ja. Und werden jetzt mal wieder rausfahren und einen Fisch holen. Und genau. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema des heutigen Vlogs. Thema Fisch fangen, aber auch filetieren und zubereiten. Ist ja nicht so, dass er wie, keine Ahnung, Obst am Baum wächst. Genau, also man muss immer bedenken, so ein Fisch ist auch nur ein Lebewesen. Wie sieht's aus? Dass man mit Respekt behandeln sollte und ich denke, für alle, die eher schwache Nerven haben, sind dann gerade die Szenen vom Filetieren nichts, weil da sieht man nicht nur das Filet, man sieht da auch das, was so in dem Fisch drin ist. Ja, so schön, das ist dann die Realität. Genau, da dürft ihr natürlich gerne dann wegschalten bzw. vorspulen, aber wir wollen euch das einfach mal zeigen, vom Fang über das Filetieren bis zum Essen. Denn wie ein Rind, ein Schwein oder jedes andere Tier gehört das nun mal dazu. Ganz genau. Und ich hoffe, dass wir auch was fangen. Ansonsten ist der Vlog nämlich jetzt wieder zu Ende. Ansonsten filetieren wir eine Tanne oder sowas. Genau. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. So, auf dem Boot angekommen. Corby macht gerade noch schnell die Halterung für die GoPro fix hier. Funktioniert das, Corby? Naja. Ich sag mal, WD-40 und Gaffer-Tape und das hält alles nicht. Sehr gut, da werden wir noch ein paar schöne Aufnahmen machen können. Alex ist auch bereit, der wird heute die Drohne fliegen. Das ist richtig. Mal gucken, wie weit ich unter Wasser fliegen kann. Vor allen Dingen ist es so, wir haben halt nicht das beste Wetter leider erwischt. Das weiß auch Oliver zu schätzen. Ja, aber das macht überhaupt nichts Sinn. Ich liebe es, bei diesem Wetter zu angeln. Ich habe nie jemanden so gut lügen hören. Aber gut, okay. Wir werden auf jeden Fall gleich rausfahren und mal gucken, dass wir hier ein bisschen was aus Band legen. Ich weiß nicht, was Hannes erzählt, aber ich glaube, heute wollen wir Fisch fangen, filetieren und im besten Fall noch essen. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over Tokyo. Der erste kleine, aber feine Dorsch ist an Bord. Ich denke, der wird uns heute Abend ganz gut schmecken, oder? Yes, sehr schön. So, den verarzten wir mal und dann geht's auf die dicken Dinger los. So, auch heute ist es wieder relativ ruhig hier draußen. Alex versucht in der Zwischenzeit mal was zu trinken. Ich versuche einfach nur klar zu kommen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir einen sogenannten Live-Biss hier raufkriegen. Wir sind drauf. Okay, ich bin wir sind am on air. Und jetzt schauen wir mal. Jo, Fisch on! Oh, Fisch on! Böttchen hat wieder zugeschlagen. Er ist wieder ab. Er ist schon wieder ab. Oh, Versager, Versager. Ich hab Fisch on! Was? Oh, einen guten. Oh. Oh, Julian hat ihn. Nicht, dafür aber Hannes. Oh, vielleicht ist er doch nicht ein guter? So gut. Er ist ein Lütscher. Ja, im ersten Moment fühlt er sich besser an. Enttäuschung, pure Enttäuschung. Aber immerhin hat er einen. Fish on! Immerhin hat er einen. Get in the net! Jetzt gehen wir wieder rüber, schauen, was Julia macht. Er ist auf dem Boden. Jetzt wollen wir es live drauf haben. Jo. Alex hat einen dabei. Ein. Oh, Alex hat, glaube ich, einen guten. Ja, das sieht bei der Route noch besser aus. Oh, Junge, ja, das. Oh, ne, ist er ab? Ist er ab? Ja, ist er ab. Ja, deswegen halt bei mir drauf. Ich bleibe gleich bei Julian. Und jetzt geht's los. Na, Julian? Da ist er. Let's go, Alex, let's go. Ei, schönes Ding. Boah, meine Arme sind jetzt aber auf Platz, obwohl er gar nicht so groß ist. Aber doch so, guck mal, wie groß der ist so. Junge, guck ihn dir an, Alter, das gibt's ja wohl nicht. Schönes Ding. Also der hat ja locker, sag mal, locker 10 Meter, würde ich jetzt mal schätzen. You're on your way to conquer your fear. Da
das Wetter letztes Mal leider nicht uns wohlgesonnen war, sprich wir hatten noch Megasturm, Regen und es wurde auch ziemlich dunkel, haben uns überlegt, die Filetierszenen jetzt nochmal zu machen mit frischen neuen Fischen, die wir heute gefangen haben. Schöne Pollacks, die hier liegen. Ja, die werden wir jetzt nochmal für euch filetieren, damit ihr einmal seht, wie das funktioniert. Und separate Rezeptvideos mit Fisch wird es dann nochmal geben, wenn wir wieder am Grill stehen. Als erst setzen wir ein scharfes Filetiermesser schön oben am Rücken des Fisches an und ziehen wirklich immer gerade gleichmäßige Schnitte, weil wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr ja so Zacken im Fleisch und das wollen wir vermeiden. Dann bilden sich immer so kleine Schuppen am Anfang und die streift man über so einen Lappen ab, weil sonst wird das Messer schnell stumpf und ihr kommt nicht richtig ins Fleisch rein. Und dann arbeitet ihr euch im Prinzip an der Mittelgräte runter, bis ihr merkt, okay, es löst sich langsam ab. Dann gibt es einen beherzten Schnitt hinten am Ende der Schwanzflosse, um das Filet abzuziehen. Und später, wenn man es dann weitergeführt hat, nochmal einen Schnitt oben hinter der Brustflosse. Einmal gerade runterschneiden. Und dann habt ihr im Prinzip euer Filet schon ausgelöst. Haut noch abziehen und dann kann es verarbeitet werden und ist komplett grätenfrei. So, Hannes zieht jetzt noch die Haut von dem Filet ab. Wir machen die jetzt noch schön fertig, portionieren die ein, vakuumieren die ein. Und dann würde ich sagen, hat sich dieser Tag auf jeden Fall gelohnt. Wir haben richtig schön viel Fisch gefangen. Definitiv. Jetzt ist das Wetter nochmal gut. Wir werden gleich nochmal rausfahren. Und dann sehen wir uns demnächst hier wieder. Bis denne.